Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Produktreview von mir. Diesmal habe ich zwei Cover von Katinkas für das iPhone 4 oder das iPhone 4S im Review. Und diese wurden mir freundlicherweise von der Firma Katinkas zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Wir haben einmal eine Hardcase in Blau. Hier sehen wir es. Das Apple-Logo ist ausgeschnitten hier und steht auch nochmal hier drauf. Auf dem Aufkleber ist es blau. Der Link für die beiden Produkte ist in der Videobeschreibung. Das zweite Produkt ist ein transparentes TPU-Case. So sieht das aus. Produkt werdet ihr gleich im Video nochmal sehen. So, kommen wir jetzt erstmal zu dem Hardcase. Und zwar macht man das hier hinten auf. Hier ist dann nochmal ein Zettel von Katinkas mit dem Werbeslogan Your World Reflected. Tun wir erstmal zur Seite. So, hier sehen wir jetzt das blaue Case. Es ist aus Aluminium und wirklich eine richtig gute Qualität. Wenn wir hier mal rüberfahren, das fühlt sich richtig gut an. Und zwar setzt man das iPhone 4 zuerst mit der Seite mit den Buttons, also lauter leise Button, hier so rein und schiebt es dann auf der anderen Seite so rein. Hört man auch, das Ganze hat ein Lie-on-Table-Design, das heißt, wenn ich das so hinlege, liegt das nicht auf dem Glas, sondern hier auf dem Rand des Cases. Hier an der Seite sehen wir nochmal den Aufdruck Katinkas und hier oben sehen wir, dass der Lautlos-Switch problemlos zu bedienen ist und auch die Lauter-Leiser-Buttons kann man ohne Probleme bedienen. Dock-Connector, einfach hier unten ist alles ausgeschnitten, kann man auch ohne Probleme das Dock-Connector-Kabel anschließen, Mikrofon und Lautsprecher. An der Seite ist nichts. Und hier oben ist auch nochmal alles ausgeschnitten. Power-Button kann man problemlos bedienen. Man kann hier oben jeden Kopfhörer einstecken. Und auf der Rückseite sehen wir, Apple-Logo ist ausgeschnitten. Und die Kamera sowie der Blitz ist auch super ausgeschnitten. Gibt es keine Probleme bei den Fotos. Ich bin mit dieser Case super zufrieden. Hatte diese jetzt auch ein bisschen im Test. Deswegen kommt dieses Video auch etwas verspätet. Diese Case kostet 14,90 Euro, ist diesen Preis auf jeden Fall wert, wie ich finde. Es gibt diese Case auch noch in anderen Farben, wie schwarz. Einfach mal auf der Webseite gucken, lohnt sich. So, jetzt habe ich mal mein iPhone 4S in die Case gepackt. Und auch hier sehen wir, es gibt keine Probleme mit dem Lautlos-Switch. Passt auch wunderbar alles. Sieht auch richtig gut aus mit dem weißen iPhone. So, das war's zu der einen Case. Die zweite Case ist eine Silikon-Case aus TPU. Und diese Case hat auch einen richtig coolen Effekt. Wie gesagt, transparenter Case. Wir sehen auch, dass diese Case viel härter ist als sonstige Silikon-Cases, was ich richtig gut finde. Da ja Silikon-Cases manchmal den Nachteil haben, wenn man sie mit dem iPhone in die Tasche steckt, dass sie dann hier oben so abgehen. Das hatte ich nämlich bei einer anderen Case. Das ist bei dieser Case überhaupt nicht der Fall, sondern die sitzt richtig fest auf dem iPhone drauf. Also das ist schon mal ein richtig guter Pluspunkt. Und ja, jetzt machen wir die Case doch mal an das iPhone ran. So, geht ganz einfach. Und hier sehen wir auch schon den richtig coolen Effekt. Was beim schwarzen iPhone natürlich noch besser aussieht als beim weißen iPhone. Mit dieser Case gibt es natürlich auch in anderen Farben. Einfach mal auf der Webseite gucken. Hier sehen wir auch die Kamera und der Blitz richtig gut ausgeschnitten. Genauso wie hier lauter leiser Switch. Problem ist zu bedienen. Dock sehen wir hier ist etwas anders ausgeschnitten als bei der vorherigen Case. Mikrofon und Lautsprecher sind aber trotzdem noch gut und der Dock Connector ist auch gut zu erreichen, gibt es gar keine Probleme. Wir sehen hier noch bei den Buttons,
dass sie nicht ausgeschnitten sind, sondern dass die Silikon-Case über die Buttons geht. Kann man aber richtig gut bedienen. Gibt es überhaupt keine Probleme. Genauso wie hier oben. Das einzige, was hier oben ausgeschnitten ist, ist das kleine Mikrofon noch und der Kopfhörerausgang. Ansonsten Power-Button hier, geht die Case rüber. Passt alles wunderbar, gibt es überhaupt keine Probleme. Die Case hat auch ein Lie-on-Table-Design, wie auch schon die andere Case. Also liegt nicht auf dem Glas des iPhones, sondern liegt dann auf dieser Case, wenn man es so hinlegt. Wie gesagt, dieser Effekt, ich finde ihn richtig cool. Wie findet ihr ihn? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Diese Case hier kostet 19,99 €. Gibt es, wie gesagt, noch in anderen Farben. Einfach mal auf der Website gucken. Link in der Beschreibung. So, jetzt habe ich das Ganze mal an mein weißes iPhone 4S gemacht. Und wie wir sehen, ist hier etwas. Der lauter leiser Switch. Etwas zu weit unten für die Case. Aber kann man immer noch super bedienen. Die Case ist mehr für das iPhone 4 geeignet, aber für das 4S geht es auch noch ohne Probleme. Außerdem sehen wir, dass die Lauter- und Leiser-Button, dass die etwas weiter nach unten gerutscht sind als beim iPhone 4. Und die Case macht es natürlich dann auch nicht ganz so. Also die Case passt besser für das iPhone 4 als für das 4S. Aber man kann damit leben, das gibt da natürlich keine Probleme. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Man sieht das jetzt eigentlich auch fast gar nicht. Und wie gesagt, hier hinten sehen wir auch nochmal den Effekt. Ich habe jetzt hier das transparente Backcover. Link zu dem Video ist nochmal hier, wenn ihr jetzt hier jetzt aufs iPhone klickt. Da kommt es zum Video, wie ich das transparente Backcover installiere. Und ja, ansonsten war es das von diesem Video. Ich bin mit den beiden Cases richtig zufrieden. Ihr habt jetzt die Vorteile von den Cases gesehen und bei dem hier natürlich die Nachteile. Aber das Ganze ist eigentlich ein super Kauf, wenn ihr euch die zulegt. Da habt ihr keine Schwierigkeiten oder Probleme. Und ansonsten war es das von diesem Video. Wie fandet ihr die Cases? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von diesem Video. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch diese Cases kauft. Macht ihr nichts verkehrt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.